Schon geil. Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zum heutigen Video. Wir gucken heute den geilen Film Kartoffelsalat. Juhu. Bester Film ever. Mal gucken. Ich muss mir den Film erstmal schön saufen. Simon, du hast echt ein Malsch-Problem, weißt du das? Kartoffelsalat! Hat das vergessen, wie schrecklich du eigentlich bist. Oh, das hast du süß gesagt. Wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Wo ist jetzt mein Getränk? Kartoffelsalat! Oh nein! Oh nein! Oh nein, das ist er! Oh nein! Oh mein Gott! Ich möchte, dass du den magischen Satz sagst. Kartoffelsalat, bitte. Ich hatte Karten reserviert. Für Kartoffelsalat. 1, 4, 6. Oh, hoffentlich wird das nicht gruselig, Mann. Oh, ich glaube, der Film ist ziemlich gruselig. Ich habe in den Kommentaren gelesen. Gruseliger Film, aber lustig. Haha. Bei der Bewertung muss der Film so schlecht sein, dass er wieder gut ist. Du hast ja gesagt, dass der Film keine Altersbegrenzung hat. Stimmt doch nicht. Ja, der Film ist, nee, bis 12. Kartoffelsalat. Freust du dich drauf? Alter, das war so heftig lustig. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Alter. Bauchschmerzen vor Lachen. Krass lustig, oder? Ah, ja, ja, guck mal, der hat gesagt, ich soll die Füße runternehmen. Mist. Mach mal auch nicht. Hier bleiben. Damit so viel Geld für Das ist man dann selber schuld am Ende. Und wie war's? Ich fand es gut. Also alle immer, boah, voll schlecht und immer mit ihrem Hate, ne? Aber irgendeiner muss auch mal dagegen halten. Ich find's gut. Meine Aussage von eben noch revidieren. Ich fand das toll. Es gab Stellen, die waren schlecht, aber im Gesamten war es doch lustig. Ja. Also ich hab das, ich fand das toll, toll, dass da auch so Sponsoren mit Labu reingeholt. Das war echt. Aber Julienko war nicht da und das hat mich ein bisschen gestört. Hab ich auch gefehlt. Ich hab Melina erst im Abspann erkannt. Ja, die Melina war immer zwischendurch im Hintergrund so. Ja, manche, aber ich dachte. Aber mein Idol Dagi war wenigstens da. Simon, jetzt hör mal auf, ganz ehrlich. Film das nicht, wenn du es reinschneidest, bring dich um, ne? Spaß. Mit dem ja. Das ist jetzt okay. Wie fandest du den Film? Ja, wie ein bisschen verschluckt gerade, ich kann nicht reden. Okay. Also ich würde sagen, es ist ein solides Mittelfeld auch, ne? Wie hat dir der Film gefallen? War ganz gut. Also ich gehe jetzt gleich nochmal rein, 22:30. Ich würde sagen, solange der Film läuft jeden Tag. Also jetzt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, er war halt sehr kurz, hatte ich das Gefühl. So, ja. Die Zeit ging gut rum. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen von dem ganzen Popcorn, aber. Also würdest du sagen, guter Film? Ja, IMDb sagt alles. Also die Leute können nicht irren. Gut. Hey, das sagt man aber nicht. Aber jetzt nochmal für Dagi. Die Musik war gut. Okay. Ja. Aber jetzt zeige ich Dagi das Video. Und ist sie enttäuscht. Ist das nicht euer Idol? Nein. Och, aber ich habe gehört, deins. Meins ist es auf jeden Fall. Dagi, du bist mein Idol. Du bleibst es auch. Und es ist auch egal. Okay, du bist ja auch bei Fucking Goethe. Vielleicht ist der besser. So, wir machen es auf den Weg nach Hause. Man merkt schon, Revi auf jeden Fall ein Ohrwurm. Also die Musik, die fand ich gar nicht schlecht. Ja. Die ist catchy. Ja. Oh Gott. Oder? Der beste Film von YouTube. Der beste Film, den ich heute gesehen habe, wirklich. Also, und das auch noch. Ja. Ich habe nicht viele Filme heute gesehen, aber er war auf jeden Fall gut. Warum lachst du? Warum lachst du? Was ist los? Hä? Ich weiß nicht. Ja, was ist denn lustig? Der Film ja nicht. Also ich muss eine Sache sagen. Ich habe noch nie einen Film gesehen mit so vielen lustigen Witzen. Alter. Für mich war es jetzt kein Film, den ich jetzt einfach mal so casual gucken würde. Okay. Aber ich denke mal, es gibt Leute, denen das gefällt. Das ist ja ganz okay. Ist ja, es gibt doch sicherlich Hollywood-Filme, die mir nicht gefallen. Wir sehen uns später. Kartoffelsalat! So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben auch noch ein bisschen gequatscht mit den ganzen Leuten, die hier so sitzen. Wer es alles ist, zeige ich jetzt nicht, denn die sind schon alle nackt. Was macht ihr denn da? Was machst du damit? Ich habe mir ein Bild gefunden. Ich gönne mir jetzt einen richtig geilen Abend hier. Okay, also auf jeden Fall der beste Film seit langem, Kartoffelsalat, kann nur jedem empfehlen, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Falls ihr jeden Tag so einen kleinen Vlog sehen möchtet, lasst ein Däumchen oben da. Würde mich riesig freuen. Ne? Abonniert Revi natürlich. Und ciao!